Der Untergang der Titanic am 15. April 1912 markiert eines der einschneidendsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Die Nachricht von der Tragödie schockiert die Welt und zerstört den bis dahin unerschütterlichen Glauben an die Technik. Die Zeitgenossen begreifen die Katastrophe als ein Menetekel. Fordert der Mensch die Natur heraus, kann er nur verlieren. Ihre Erbauer hielten die Titanic für unsinkbar. Und doch geht sie schon am vierten Tag ihrer Jungfernfahrt unter. Unmittelbar nach dem Untergang versuchen die Schiffseigner, den Blick von der Tragödie auf die Heldentaten zu lenken. Titanic. Dieser Name sollte keinesfalls für die bis dato größte Technikkatastrophe mit 1500 Toten stehen, sondern für selbstlosen Mut und Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. Die Tragödie hat jede Generation immer wieder aufs Neue schockiert und fasziniert. Doch was ist Wahrheit und was ist Legende? Wahr ist die bewegende Geschichte der Männer unter Deck. Das Schicksal einer mutigen Gruppe von Maschinisten, Elektrikern und Ingenieuren, die sich unermüdlich gegen die Gewalt der Katastrophe stemmt und dadurch das Leben unzähliger Menschen rettet. Ihre Geschichte wird hier zum ersten Mal erzählt. Wahnsinns-Story. Eine Wahnsinns-Story. Wirklich. Anders kann man es nicht bezeichnen. Haben Sie gezählt? Überall gleich. Uns allen fehlen 4 Tage. Aber Sie leben. Hören Sie, Freund, ich habe da einen Typ an der Hand, der $40 für das zahlen würde, was Sie wissen. Was halten Sie davon? Eine Wahnsinnsstory. Und Sie müssen der Oberheizer Frederick Barrett sein, habe ich recht? Mhm. Bitte sehr. Möchten Sie einen Tee oder ein Glas Bier oder vielleicht... Nein, danke, Sir. Also gut, kommen wir gleich zur Sache. Wir haben Sie, Barrett, ausgewählt, in der offiziellen Anhörung für die White Star Line auszusagen. Sie wissen, was das heißt. Sie werden vorgeladen, um vor Gericht auszusagen, und sofern Sie sich Sind entschließen... Sind Sie Anwalt, Sir? Wir versuchen uns von dem Geschehen ein Bild zu machen. Ein Bild, auf das wir alle stolz sein können. Verstehen Sie, es ist wichtig, dass sich die Passagiere weiterhin sicher fühlen, wenn sie mit der White Star Line reisen. Also, wie geben wir ihnen dieses Gefühl? Hm? Wir müssen ihnen versichern, dass die Crew... Männer wie Sie in dieser Nacht ihre Pflicht erfüllten, auf ihren Posten blieben und Befehle befolgten. Ja, in Zeiten wie diesen, in schwierigen Zeiten, die von Angst geprägt sind, brauchen die Menschen... Tja, was brauchen sie wohl? Sie brauchen Helden, Barrett. Wir müssen der Untersuchungskommission Helden präsentieren und der Öffentlichkeit. Chefingenieur Bell, haben Sie ihn in dieser Nacht gesehen? Yes, Sir. Haben Sie ihn gesehen? Haben Sie irgendeinen der Ingenieure an Deck gesehen? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich kann nicht mehr sagen, als ich bereits gesagt habe. Denken Sie nach, Barrett. Es ist wichtig. Schwimmwesten verteilen und sofort anlegen. Hinten zubinden. Schneller! Alle Mann fertig? Alle Maschinen stopp! Alle Maschinen, stopp! 2:30 waren das. Alle Mann zu den Rettungsbooten! Ja, Sir. Alle Mann zu den Rettungsbooten! Sehr gut, Männer. Wegtreten. Ende der Übung. Zurück auf Posten und bereithalten. Ganz langsam voraus. Langsam in Fahrt bringen. Wenn sie unter voller Kraft fährt, Zylinderablassventile schließen lassen. Schauen wir uns mal um, Junge. Vierzylinder-Kolbendampfmaschinen mit Dreifachexpansion. Wir fahren im Moment sowieso nur mit halber Kraft voraus. Siehst du? Wir fahren ohne die... Die Niederdruckturbine. Nur zu. Was möchtest du wissen? Das, was du weißt. Das ist eine direkt gekuppelte Niederdruckturbine von Parsons. Die Schweizer Absperrschieber sind geschlossen und schotten die Turbine ab, wenn sie nicht benötigt wird. Bei Einsatz der mittleren Schraube aktiviert man die Umschaltventile mit einer Hydraulikmaschine von Brown. Dann lernst du da wirklich etwas. Doppelwandige schottische Heizkessel. 24 gibt's, mit je 6 Öfen und 5 einfache Kessel da hinten. Hey, du kannst deine Jacke ausziehen. Und was ist mit dir, Vater? Geht nicht. Schüren Sie noch mal das Feuer an, sonst kann die Luft nicht durch. Ei, ei, Sir. Kohle hält die gesamte Technik der Titanic am Laufen. 29 Heizkessel sind die Lunge des Schiffs. Sie verbrauchen 860 Tonnen Kohle am Tag und erzeugen damit jene gewaltige Menge Dampf, die den Ozeanriesen antreibt. Vier von 5 Crewmitgliedern der Titanic stammen aus Southampton. Die Jobs an Bord sind heiß begehrt. Durch einen landesweiten Kohlestreik in Großbritannien gibt es fast 17.000 Männer in der Stadt, die dringend Arbeit suchen. Nirgendwo ist der Verlust der Titanic mehr zu spüren als in der Arbeiterschaft von Southampton. Sie sind die Besten aus Southampton, Sir. Die Allerbesten. Also Männer, vorwärts. Ja. Shepard. Willkommen auf der Titanic, Shep. Und? Was halten Sie von ihr? Kann ich jetzt noch nicht sagen, Sir. Sie ist nicht die Olympic.
eben nicht das, woran ich gewöhnt bin, Sir. Als ob ich ihr untreu wäre. Frau oder Geliebte? Ich sage Ihnen, sie ist vollkommen. Ja, das sehe ich auch so. Vollkommen. Sie gehört Ihnen, Chip. Sobald ihr registriert seid, geht ihr auf euer Quartier. Deck D bis G steht an der Tür. Willkommen auf der Titanic, meine Herren. Jeder nimmt sich eine Koje. Die erste Schicht ist in einer Stunde. Eine Stunde bis zur ersten Schicht. An Bord herrscht strikte Klassentrennung. In den Unterkünften der Maschinisten ist dies besonders spürbar. Heizer, Schmierer, Trimmer, die sogenannte Black Gang. Um jeglichen Kontakt mit Passagieren auszuschließen, werden ihnen Kojen tief unten im Bauch des Schiffes zugewiesen. Thomas Dillon, aber alle nennen mich Paddy. Ach wirklich? Und Sie sind? Barrett! Barrett! Hey, Achtung! Barrett! Ich bin hier. Diese Quartiere sind nur für Trimmer und Heizer. Hier steht, Sie sind Chefheizer. Ich kann Ihnen was Besseres besorgen. Es gefällt mir hier. Wie Sie möchten. Sie müssen hier drin Ihren Hut nicht absetzen. Das ist keine Kirche. Kann ich diese Koje hier nehmen? Who plays dominoes? I play dominoes. Kelly, William Kelly. Albert Irvine. Kelly heißen Sie. Has anybody here seen Kelly? K-E-L-L-Y. Has anybody here seen Kelly? Find him if you can. Bei Baubeginn der Titanic im Jahre 1909 herrschen in Großbritannien große politische und religiöse Spannungen. Auch auf der Werft Harland & Wolff. Streitereien zwischen protestantischen und katholischen Arbeitern sind an der Tagesordnung. Die einen kämpfen für das Vereinigte Königreich, die anderen für einen irischen Freistaat. Auch auf ihrer Fahrt nach New York wird dieser Konflikt ausgetragen. Und drei! Achtung! Schön in Gang halten! Hier! Oder wollt ihr euch den Arsch verbrennen? Hey! 10 Zentimeter über dem Ross, so wie ich. Ja? Alles klar. Sogar in den Kesselräumen der Titanic ist die Klassenstruktur spürbar. Ganz unten steht der Trimmer, der die Kohle aus dem Bunker holt, zu den Öfen bringt und die Asche entsorgt. Über ihm steht der Heizer, der die Öfen mit Kohle befeuert. Der Chefheizer überwacht beide und kontrolliert den Druck in den Kesseln.
Noch mal eine Ladung Kohle hierher, Leute. Los, beeilt euch schon. Gut so, Leute. Haltet den Druck genauso. Segne uns, o Herr, und all die Gaben, die wir durch deine Gnade erhalten. Gelobet sei Jesus Christus, unser Herr. Amen. Amen. Er ist im Wachstum, Perry. Er braucht die doppelte Ration. Sag mal, Frank, seit wann bist du bei Harland & Wolf? Seit letztem Herbst, Mr. Harvey. Schon eingewöhnt? Ja. Mr. Andrews, wir hatten Sie nicht erwartet. Keine Umstände, bitte. Wollen Sie uns beehren? Ja, gerne. Darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Das ist Frank. Ja, guten Tag, Sir. Oh, über den jungen Frank Bell habe ich schon viel gehört. Großartige Dinge. Deswegen erwarten wir auch Großes von ihm. Sind Sie stolz auf Ihren Vater? Oh, gewiss doch, Sir. Und mit vollem Recht. Er ist der beste Ingenieur hier, nicht wahr, Leute? Allerdings. Das müssen Sie ja jetzt wohl sagen. Ach, danke, Perry. Schiffszwieback und Getreidekäfer, was? Nein, ich mein's ernst, Frank. Das ist die beste Zeit, um im Schiffsbau zu beginnen. Ein goldenes Zeitalter. Auf die Titanic. Ja. Auf die Titanic. Die Titanic. Mr. Andrews, dürfte ich Sie etwas fragen? Aber nur zu. Frank. Nein, schon gut, Joseph. Frag schon. Warten Sie. Es ist so, hier drin steht... Es ist unmöglich, mit der Titanic in eine unkontrollierbare Situation zu geraten. Sie ist praktisch unsinkbar. Können Sie das bestätigen? Würden Sie es? Also, ja, ja, also ich würde sagen, nur mal so angenommen, falls die Hülle bricht... Und wo? Nun, das weiß ich nicht. Ist aber wichtig. Hier, zum Beispiel. Also Frank, lass Mr. Andrews. Schon gut, Joseph. Und hier. Also gut. Selbst wenn diese beiden Kammern komplett geflutet wären, würde das Schiff nicht sinken. Ja, aber... Auch nicht, wenn diese vorderen geflutet wären. Ja, aber was ich fragen wollte... Ja, was? Diese Schottwände, die sich vom Boden bis zum Oberdeck hier und bis zum Salondeck hier erstrecken, sind wasserdicht verschließbar. Sollte Wasser eindringen, und zwar hier und hier und hier. Was passiert dann? Der Kapitän löst die Reibungskupplungen an den wasserdichten Schotten. Das weißt du von der Übung. Sagen wir, er hat keine Zeit oder er vergisst es. Was dann? Nun, die Schotten sind unter den Bodenplatten mit Schwimmern ausgestattet. Wenn das Wasser sie anhebt, schließen sie sich automatisch. Was hat man dann? Ein Rettungsboot. Die Titanic ist ihr eigenes Rettungsboot. Das größte und luxuriöseste Rettungsboot der Welt. Das eindrucksvolle Design der Titanic täuscht. Nur drei der Schornsteine sind echt. Der vierte ist Attrappe. Cleveres Kalkül der White Star-Linie, weil die Öffentlichkeit vier Schornsteine mit Geschwindigkeit assoziiert. Kommen Sie. Was ist los? Höhenangst. Dann warten Sie hier und passen auf. Sind Sie sicher, Freddy? Verdammt und zugenäht, kommen Sie. Was ist, wenn wir erwischt werden? Sicher passt White auf. Aber wir machen eigentlich nichts Verbotenes. Wenn Sie meinen... Dieser Schornstein ist nur zum Angeben. Da können wir ihn auch benutzen. We be three poor mariners.
Was sehen Sie? Oh, das ist wirklich überwältigend. Flaggen. Und eine Blaskapelle. Das ist wie ein Ameisenhaufen da unten. Es ist einfach unglaublich. Hören Sie die Band? Ach, kommen Sie schon rauf. Nein, die werden uns sehen. Ach, und wenn schon. Ich könnte wie John McCormack singen. Der große Tenor. Überlegen Sie mal. Die Welt läge mir zu Füßen. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless abide. Der singt wie zu Weihnachten. Wie zu Weihnachten. Also wirklich. Alle diejenigen, die nicht mit der Titanic reisen, werden gebeten, das Schiff auf der Steuerbordseite zu verlassen. Vater, würdest du dich bei Mr. Andrews für mich verwenden, damit ich bei der nächsten Überfahrt dabei sein kann? Du wirst bei Harland und Wolf genug zu tun haben. Ich weiß, aber wenn du ihn fragst, bin ich sicher. Ich überleg's mir. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Hm? Frank, Sie sollten sich da mal was ansehen. Ich komme. Kümmere dich um deine Mutter. Mach ich. Hm? Bis bald, mein Junge. Natürlich, Sir. Das schwelt schon seit Belfast, Sir. Hm. Methangas. Wegen des Kohlestreiks war nichts anderes zu kriegen. Sie müssen das beseitigen. Es kann nicht mehr erstickt werden. 12 Mann Wache, rund um die Uhr. Ich erstelle eine Liste, Sir. Was ist mit den Männern hier? Sie, kümmern Sie sich um das Feuer. Gib mir deine Schaufel. Im Dampfzeitalter sind Schwelbrände im Kohlebunker ein Problem. So auch bei der Titanic. Durch den Streik in England hat sie minderwertige Kohle gebunkert. Die Folge ist ein Dauerschwelbrand im Kesselraum 6. Dieses Feuer im Bunker spielt eine wichtige Rolle bei der nahenden Katastrophe. Maschine klar! All voraus! Volle Kraft voraus! Die Titanic gilt als technisches Spitzenprodukt ihrer Zeit. Ihr schlagendes Herz bilden zwei riesige Kolbendampfmaschinen. Deren Dampf speist eine gewaltige Turbine, die den zentralen Propeller antreibt und die gesamte Schiffselektrik in Gang hält. Sachte, Mr. Harvey! Nun, zeig mal, was du kannst, altes Mädchen. Druck erhöhen! Dies macht die Titanic zu einem Wunderwerk der Technik. So ist es recht. Schön sachte. Vorsichtig Luft holen. Das Regelventil öffnen und Dampf auf den Hochdruckzylinder geben. Ganz sachte! So ist es gut. Die Tropfölzufuhr prüfen. Achtung, dass die Kopftanks gefüllt und die Dochter alle präpariert sind. Ist das klar? Wir sind bei voller Kraft, also Augen auf, Männer. Wie war das? Wann ist ein Kugellager zu heiß? Wenn sie drauf spucken und es spuckt zurück, dann ist es zu heiß. Haben Sie das angeordnet? Woran spielt er da herum? Einige Kohlekontakte sind abgenutzt. Und der Gleichrichter braucht etwas Pflege. Den vierten nutzen wir gar nicht. Nur für alle Fälle. Was ist das für ein Geräusch?
Die Hauptturbine, direkt unter uns. Wir machen Fahrt, Jungs. Waren Sie schon mal in New York, Kelly? Das erste Mal auf See. Das erste Mal auf See? Has anybody here seen Kelly? K-E-L-L-Y. Has anybody here seen Kelly? Hey, wollen wir dem Ganzen etwas Schärfe geben? Wie wär's? Was ist das? Guter Stoff. Hausgemacht? Hausgemacht, fragt er auch noch. Hausgemacht. Abgeseit durch den Schlüpfer meiner Frau. Kannst du dir was Hausgemachteres vorstellen? Huh? Der brennt Löcher in den Magen, ne? Willst du meine Frau sehen? Hier. Oh. Im Evas Kostüm. Nicht zu übersehen. Nicht übel, was? Hast du ein Foto von deiner Alten? Nein. Du bist nicht verheiratet? Ich weiß. Tut mir leid. Ist gestorben, was? Danke für den Schluck. Ei. Lieber Frank, ich hoffe, du bist gut nach Belfast gekommen. Ich habe dein Telegramm aus Liverpool erhalten. Unsere Fahrt von Southampton verlief ohne Probleme. Allerdings hatten wir im Hafen beinahe eine Kollision mit der New York und der Oceanic. Das Kielwasser unserer Schrauben brachte die beiden Schiffe zum Rollen. Dadurch rissen die Taue und die New York stellte sich quer zum Fluss, bis die Schlepper sie wieder einfingen. Es entstand kein Schaden, aber es war schon dramatisch. Bleib gesund und sei ein guter Junge. Dein dich liebender Vater Jay Bell. Liebe Mutter, bis jetzt ist alles gut gelaufen. Ich arbeite 4 Stunden und habe dann 8 Stunden frei. Wir hatten eine Übung für den Notfall. Die Alarmglocken läuteten 10 Sekunden lang. Dann verriegelten sich 50 Tore, allesamt aus Stahl, sodass kein Wasser von einer Kammer zur anderen gelangt. Es ist tatsächlich wahr. Das Schiff ist unsinkbar. Der nächste Hafen ist New York. Dein dich liebender Sohn, Bertie.
Habt ihr noch einen Platz für mich? Das hier ist der Tisch der Chefheizer. Trimmer sitzen da drüben. Er gehört zu mir. Ist mir gleichgültig. Er ist Trimmer und Trimmer sitzen dort. Ist da genug Platz? Es gibt Regeln. Es geht ums Prinzip. Oh. Es geht ums Prinzip, ja? Katholischer Bastard, verschwinde! Komm schon! Komm schon! Komm, schlag mich! Schlag mich! Hey! Was ist hier los? Ich habe etwas gefragt. Ich dulde keine Schlägereien auf meinem Schiff. Ja. Habt ihr verstanden? So, es war... Was ist, Paddy? Wenn Sie überschüssige Kraft zum Kämpfen haben, dann langt's wohl auch noch für eine Doppelschicht. Ab in den Kohlenbunker. Warum tun Sie das? Was denn? Na, das da. Dieses unsinnige Messdienergetue. Mit der Kleidung. Nun ja, das ist dann Gewohnheit vermutlich. Mein Vater ist Tuchhändler. Ich mach's wie früher daheim. Das ist ein protestantisches Schiff. Von einer protestantischen Werft. Ich habe das gleiche Recht, hier zu sein wie Sie. Rufen lassen? Ganz recht. Was ist mit dem Feuer? Das brennt immer noch, Sir. Ich nehme Sie so, wie Sie sind, Barrett. Ich mache meinen Job, Sir. Das bezweifle ich nicht. War das alles, Sir? Nein. Nochmal eine Doppelschicht für Sie morgen.
Am 12. April empfangen die Funker der Titanic eine Eisbergwarnung. Die erste von vielen. Sie alle werden ignoriert. Es war Magie. Nur wir beide. Wir waren nicht mal verheiratet. Kannten uns eigentlich kaum. Wir wollten aber, wenn du verstehst, was ich meine. Hier. Es war Frühling. Das Ufer am Fluss war übersät mit Bärlauch, Glockenblumen, Vögel zwitscherten und so ein Zeug. Wir knutschten und fingerten aneinander rum im Sonnenschein. Weißt du noch, was Sonnenschein ist? Aber sie ließ mich nicht ran. Nicht so richtig. Aber trotzdem. Wir waren wie Adam und Eva. Das habe ich damals gedacht. Adam und Eva. Und das ist der verdammte Garten Eden. Doch nichts getan. Also ich habe unter ihnen gelebt und weiß, wie sie sind. Was meinen Sie, was ich mit denen alles durchgemacht habe? Jeden Tag musste ich auf der Hut sein. Deshalb bin ich weg aus Sligo. Sie würden uns rausschmeißen, wenn sie nur könnten. Alle Protestanten vertreiben. Hören Sie, wir sind auf der Titanic. Und Ihr Problem ist, mit einem Katholiken zu arbeiten? Ja, genau, mit einem elenden Katholikenschwein. Ich geb's auf.
22,5 Knoten. Und keine Vibration. Sie ist hungrig heute Nacht. Ei, ist sie wirklich? Gut, Barrett? Ja, Sir. Das Problem mit diesem Schiff ist, dass es keine Probleme gibt. Könnte ein bisschen langweilig werden, oder? Ich habe lieber zu tun, als mich zu langweilen, Sir. Im Stil von Müßiggang ist aller Laster Anfang, ja? So ungefähr, Sir. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Schotten dicht machen! Um 23.40 Uhr sichten die Wachen plötzlich einen Eisberg. Sie alarmieren den Maschinenraum. Maschinenraum, ich höre. Ja, verstanden. Alle Maschinen stopp! Alle Maschinen stopp! Alle Maschinen stopp! Alle Maschinen stopp! Los, schließt die Luken! Macht alle Schotten dicht! Ja, alle schließen, gut so! Trotz Maschinenstopp treibt die Titanic unaufhaltsam auf den Eisberg zu. Los, Feuerklappen schließen, macht schon, schnell! 30 Sekunden vergehen, dann der Aufprall. Zum Teufel! Haben Sie das gehört? Haben wir ein Propellerblatt verloren? Ich weiß es nicht, Sir. Turbinen abschalten und den Dampf in die Hauptkondensatoren leiten. Und Shep, läuten Sie die Brücke an. Was ist los, altes Mädchen? Was hast du denn? Ein besonderes Sicherheitsmerkmal. Bei Wassereinbruch schließen Schotten automatisch die 16 Kammern des Schiffsrumpfs. Das soll die Titanic stabilisieren und unsinkbar machen. Schließ die Klappen an diesen Kesseln! Was ist denn bloß passiert? Ich weiß nicht, Sir. Der Befehl lautete Maschinenstopp und dann das Schiff zum Stillstand bringen. Ich bekomme keinen Kontakt zur Brücke, immer nur Standby. Irgendetwas Neues? Nichts, Sir. Wo ist Harvey? Langsam zurück! Langsam zurück, 11:45! Sie wollen den Schub umkehren? Langsam voraus! Was treiben die da für ein Spiel? Und? Er möchte, dass die Dynamos laufen, als wäre nichts passiert. Und was ist passiert? Als ob sie das uns Schmierern sagen würden. Angeblich sind wir vor Neufundland auf Grund gelaufen. Was wissen Sie schon davon? Ich habe das auch gehört. Versorgen Sie einfach die Telefone mit Strom. Finden Sie raus, warum sie nicht funktionieren.
Mehr hat er nicht gesagt. Alles andere sollen wir nicht wissen. Telefon- und Lichtstromkreise haben Kurzschluss. Bei Kessel 6, 5, 4... Das kann nicht sein. Das sehe ich aber hier. Wie man sich an das Geräusch gewöhnt hat. Man merkt es erst, wenn es aufhört. Wie im Trockendock. Spüren Sie das? Was? Sie liegt mit dem Bug etwas tiefer. Die Kollision mit dem Eisberg hat die Außenhülle der Titanic auf 100 Meter Länge aufgerissen. Gewaltige Wassermassen dringen in den Bug des Schiffes. Als erste werden die Heizer und Maschinisten im Kesselraum 6 von den Fluten überrascht. Als die Schotten der Titanic schließen, ziehen sich viele der Männer nach Achtern in den Kesselraum 5 zurück. Einige bleiben in der Gefahrenzone. Ihre Aufgabe, sofort alle Brennkammern leeren. Wenn kaltes Meerwasser auf heiße Kessel trifft, besteht akute Explosionsgefahr. Los, raus mit der Kohle! Strengt euch verdammt nochmal an, kommt schon! Sir, was gibt's? Das müssen Sie selbst sehen. Schließen Sie die Ablassventile, sobald das Kondensat raus ist. Wie heißen Sie? Dylan, Sir. Aber alle nennen mich Paddy. Ich möchte, dass Sie dieses Schott für mich öffnen. Das ist meine Aufgabe. Sie befolgen Befehle, oder? Aye. Helfen Sie ihm, Shep. Nachdem sämtliche Kammern der Titanic durch wasserdichte Schotten abgeriegelt sind, wollen die Ingenieure herausfinden, wie groß der Schaden wirklich ist. 4 separate Kesselräume trennen den Maschinenraum vom hereinströmenden Wasser am Bug des Schiffs. Spüren Sie das? Was denn, Sir? Das ist ja wie im türkischen Bad hier. Da kommt doch Wasser von oben. Schließ das Schott! Was ist passiert? Es muss geschlossen bleiben. Schließen Sie es. Barrett, was ist? Kommen Sie, ich kann Ihnen was zeigen. Bells schockierende Entdeckung. Neben dem Riss, der die vorderen 4 Kammern der Titanic überflutet, strömen zusätzliche Wassermassen durch ein weiteres 60 cm breites Loch in Kesselraum 5. Wie viele Ballastpumpen haben wir? 5, Sir. Kapazität? Ungefähr 250 Tonnen in der Stunde, aber das ist bloß eine Schätzung. Sind Sie umkehrbar? Ich meine, können wir mit Ihnen Wasser abpumpen, statt zu trimmen? Auf jeden Fall, durch die Ascheauswerfer. Und Bilgepumpen?
Drei hätten wir. Etwas weniger Kapazität, so um die 150 Tonnen in der Stunde, würde ich sagen. Sehr gut. Werfen Sie sie an. Ja, Sir. Und wie viele? Alle natürlich. Ich brauche sofort Zimmerleute zum Abdichten. Und Sie sollen Sicherungsgerät mitbringen. Ich brauche jemanden, der in die Sechs geht und Bericht erstattet. Shep, Sie gehen mit ihm. Aye, Sir. Jesus, Maria und Josef. Zurück. Auf der Olympic wäre meine Kabine gleich da vorne links. Aber es ist nicht die Olympic. Entschuldigen Sie, sind wir schon in New York? Nein, Ma'am. Ist irgendwas passiert? Ich habe etwas gespürt. Nein, es ist nichts. Alles reine Routine. Am besten, Sie gehen wieder in die Kabine. Mr. Andrews? Joseph. Kontrollieren Sie das Lagerschmieröl. Ei. Was gibt's Neues? Da ist ein Loch im Rumpf und es dringt Wasser ein. So heißt es zumindest. Mit der Geschwindigkeit schleicht sie nach New York. Oder wir kehren um. Sieht nicht gut aus. Für White Star sowieso nicht. Andrews hat unten einen Blick drauf geworfen. Wer ist Andrews? Bekommen wir dann Überstunden? Soll das ein Witz sein? Hören Sie, Sie haben für eine einfache Überfahrt eine feste Heuer vereinbart. Ist schon gut, Karl Marx. Es ändert nichts daran, wie lange wir bis New York brauchen. Wie wär's denn mit 30 Schilling für einen Monat Arbeit? Ein Monat? Wie viel Wasser? Was? Wie viel? Wie viel Wasser verträgt sie? Kennen Sie Ihr Alphabet, Joseph? Ihr ABC, kennen Sie es? Ihr A, B, C und D. Ich kann nicht folgen. Vom Bug kann sie alle diese Kammern füllen. Das sind A, B, C und D. Aber E, Kammer E, Kesselraum 5, wie Sie es nennen wollen, das ist Ihr Todesurteil. Aber die Abdichtungen. Ich habe Zimmerleute in allen vorderen Abteilungen. Sie hat ein großes Leck. Ohne Frage. Aber die Wassermenge, die... ist bedeutungslos. Sie kann auch mehr Wasser aufnehmen, bloß nicht auf diese Weise. Ihr Hals steckt in der Schlinge. Dieses Schiff wird sinken. Ich gebe noch eine Stunde. Anderthalb, wenn es hochkommt. Das werde ich nicht zulassen. Ich will Ihnen etwas zeigen.
Spüren Sie das? Das unten einströmende Wasser treibt die Luft nach oben. Sie seufzt. Ungehindert strömen gewaltige Wassermassen in die vorderen Kammern der Titanic. Nachdem alle Schottwände gebrochen sind, sinkt der Bug des Ozeanriesen immer tiefer ins Meer. Wissen Sie, wie wir das nennen? Das hier ist der Teufel. Und das ist die Hölle. Feuer am Brennen halten! Männer! Können Sie mich alle hören? Sie werden sich nach oben begeben, wie bei der Übung, und auf weitere Befehle warten. Ist das angekommen? Sie haben es gehört. Gehen Sie auf die oberen Decks. Na los, sofort! Nicht Sie, Barrett. Sie bleiben hier bei Shepard und Harvey und helfen bei den Pumpen. Sir. Haben Sie den Dampf durch die Ascheauswerfer geleitet? Ich glaube, Mr. Harvey hat das getan. Ja. Halten Sie die Feuer klein. Wir wollen nicht, dass sich Druck aufbaut und die Nähte platzen. Schaffen Sie das, Barrett? Ich gebe mein Bestes. Als die Quartiere der Heizer im vorderen Teil der Titanic überflutet werden, herrscht beklemmende Gewissheit. Die Schottwände halten den Wassermassen nicht mehr stand. Was ist los, Jungs? Keine Lust auf eine kalte Dusche? Schön sauber für die Bowery-Huren, oder? Paddy, was soll das? Befehle. Du musst mir vom Backbordstauraum ein paar Lampen besorgen. Was? Auf dem G-Deck. Vor den Werkstätten. Und ich dachte, wir wären Kumpel. In dieser akuten Notlage kommt es besonders auf die kleine Gruppe der Bordelektriker an. Ihr Sachverstand ist jetzt gefragt, um die Stromversorgung auf dem Luxusliner aufrechtzuerhalten und lebensrettende Funknotrufe abzusetzen. Also, Kameraden, sieht so aus, als müssten wir noch eine Schippe extra drauflegen. Nein, wir sind beschäftigt. Jetzt gleich noch mehr. Bell braucht die Hilfsgeneratoren für die Rettungsbootwinden. Für die Rettungsboote. Ich überbringe nur die Nachricht. Das Notdampfversorgungsrohr verläuft über den wasserdichten Schottwänden zu den Hilfsdynamos auf Deck D. Sie stehen achtern, beim Gehäuse des Turbinenraums. Wie viel Strom werden Sie uns liefern? 30 Kilowatt, jeder bei 100 Volt. Es gibt eine Querverbindung. Hier. Wir müssen Dampf von den Kesselräumen 2, 3 und 4 holen. Und ihn dann hoch zu den Notdynamos leiten. Hier ist ein Ventil und hier ist noch eins. Damit bleibt uns nur das Licht. Können Sie die Schaltkreise isolieren?
Die feuern 15 schon aus. Wenn jetzt noch das Wasser auf die anderen Kessel trifft, verliere ich jeden Restdruck, den ich für die Ballast- und Bilgepumpen brauche. Aber wofür sollen wir den Notstrom einsetzen? Für die Rettungsbootwinden und das Licht hier unten? Leiten Sie Druck von Backbordkessel 2 ab. Wie heißt du, mein Junge? Irvine, Sir. Und wie alt bist du? 18, Sir. Von 2 also? Ei, viel Glück. Haben Sie diese verdammten Schalter gefunden? Wer ist da? Wer zum Teufel soll das wohl sein? Oh Mann, verdammt, hättest du das gedacht? Komm mit. Um 0.45 Uhr wird das erste Rettungsboot herabgelassen. Mit 67 Plätzen, aber nur 36 Menschen an Bord. Gut, meine Herren. Wir werden uns auf den Weg nach oben machen. Und zwar schön geordnet. Henry Allen. Walter Finston. Edward McGarvey. Ich brauche ein paar Männer, um die Feuer in 5 auszuräumen. Aber Bell sagt es doch... Es ist dringend. Ich brauche euch. Maria, Mutter Gottes, du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit Kerl, ist die Frucht deines Leibes. Stehen Sie auf! Was ist los mit Ihnen? Entleert werden! Holt die gesamte Kohle raus! Holt die gesamte Kohle raus! Los, raus damit! Sie wirkte so mächtig. Wie eine Kathedrale. Und jetzt spüre ich, wie der ganze Druck auf mir lastet. Und ich denke an den Ozean. Wie tief er sich unter uns erstreckt. Kilometer tief. Und kalt. Denken Sie, wir kommen hier je raus? Einen, der als letzter ins Rettungsboot kam. Es war ein Junge, ungefähr mein Alter. Er hat mich angesehen und ich wusste, was er dachte. Und zwar dachte er, ich wünschte, ich wäre in dieser Uniform. Ich wünschte, das wäre ich, ein wahrer Held. Sie machen Ihre Arbeit sehr gut. Hab sie gesehen. Verdammt gut. Was für eine Rolle spielt das jetzt? Weiß auch nicht. Keine vermutlich. Aber Sie tragen die Uniform, nicht wahr?
Der Kampf um die Rettung der Titanic entscheidet sich im Kesselraum Nummer 5. Noch funktionieren hier die Pumpen. Und solange sie arbeiten, kann der Untergang, wenn schon nicht verhindert, so doch immerhin verzögert werden. Das rettet Menschenleben. So, fertig, kommen Sie. Dann los. Helfen Sie mit hochheben. Und zugleich. Ja, ja. Darüber, vorsichtig. Ich hab ihn. So geht's. Und rüber hier. Halten Sie ihn still. Halten Sie seine Hände fest. Meine Güte. Es wird alles wieder gut, Sir. Gebt mir eure Schals! Na los! Ich möchte, dass Sie den vierten Generator starten. Sofort. Es ist nicht genug Druck im System, Sir. Die Passagiere wollen das Schiff verlassen und wir werden alles tun, damit sie es schaffen. Wir nutzen bereits die Notaggregate in Kesselraum 3. Dazu die Backbordkessel in 2. Wir hätten noch die Steuerbordseite in 4. Ei. Wenn wir sie unter Dampf halten, können wir von den Versorgungsleitungen eine Querverbindung zum Kolbentriebwerk herstellen. Tun Sie's. Das Schicksal der Titanic ist besiegelt und mit ihr das der sogenannten schwarzen Männer unter Deck. Die Titanic retten können sie nicht mehr, aber ihren Untergang verzögern. Dafür opfern sie sich selbstlos auf. Männer? Ich brauche Dampf! Für die Pumpen, für den Generator, für das Schiff. Sie haben 2 Möglichkeiten. Sie können Ihr Glück oben mit den anderen versuchen. Oder hier unten bei mir bleiben und unser Schiff so lange über Wasser halten, wie wir verdammt noch mal können. Das ist kein Befehl. Allein Ihre Entscheidung. Hm.
Und ich dachte, wir wären Kumpel. Wir sehen uns, Paddy. Vorwärts, Jungs! Wir halten die Kessel 2, 3 und 4 unter Dampf. Aber Vorsicht, die Druckregler funktionieren nicht. Also los! Ich fühle mich wie King Canute, wenn ich hier so liege. Wissen Sie, was mich an dieser alten Geschichte immer fasziniert hat? Was, Sir? Die meisten denken, es gehe darum, wie arrogant und einfältig er war, bei dem Versuch, die Flut zurückzuhalten. Ich sehe das völlig anders. Ich denke, der alte Canute versuchte auszudrücken, was ist ein König im Vergleich zum Meer? Gar nichts. Ich meine, die Titanic hat eine Sporthalle, eine Bibliothek, ein Schwimmbad. Einfach unfassbar. Doch was ist sie im Vergleich zum Meer? Ein Nichts. In den letzten noch intakten Kesseln wird jetzt Dampf erzeugt. So können die Dynamos Strom liefern. Für das Licht, das den Passagieren den Weg zu den oberen Decks weist, für die Seilwinden der Rettungsboote, für die Aufzüge und den Funkraum. Alles hängt davon ab. Das sollte reichen. Gut, dass Sie die Kontakte gereinigt haben. Wo ist Middleton? Kann er Sie bedienen? White! Sehen Sie diesen Hebel? Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Langsam. Es funktioniert, Barrett. Verdammt nochmal, es funktioniert. Mit jedem Zentimeter Neigung wächst der Druck auf die Außenhülle der Titanic. Der Kiel hält der Belastung nicht mehr stand. Weg hier! Weg hier! Als Kesselraum 6 vollständig überflutet wird und auch noch die Schottwand bricht, ist die Lage aussichtslos. Shepard! Es ist zu spät jetzt! Harvey!
Was ist mit Kelly? Es ist hoffnungslos. Kelly! Kelly! Guten Abend. Ich bin... Ein Schluck gefällig, mein Lieber. Wenn es gestattet ist. Auf euch, Jungs. Barrett? Barrett, gehen Sie an Deck mit den anderen. Ich pumpe Kesselraum Nummer 4 aus. Barrett! Als ich die Tür öffnete, dachte ich, sie wäre allein, aber das war sie nicht. Ihr habt mich zuerst nicht gesehen. Aber sie schon. Und er merkt, wie sie mich anschaut. Er weiß, dass ich hinter ihm bin. Ich wollte die zwei umbringen. Ich hätte es tun können. Sie versteckt sich unter den Laken. Und er ist an die Wand gelehnt. Ich war kurz davor, ihm die Faust in die Fresse zu rammen und ihm die Eier abzuschneiden. Er weiß es. Oh ja. Er erwartet es. Er verschließt seine Augen. Grauenhaft. Ich liebte sie. Ich meine, ich habe diese Frau angebetet. Also bin ich gegangen. Dann ging ich auf dieses Schiff hier. Jetzt sind sie frei. Denn gegen sie war ich machtlos. Ich gehe jetzt und pumpe Kesselraum Nummer 4 aus. Barrett, ich hätte gern, dass Sie etwas für mich erledigen. Wie heißen Sie? White, Sir. Gehen Sie nach oben und berichten Sie mir, was dort passiert. Ich will wissen, was Sie sehen, was Sie hören, einfach alles, klar? Ja, Sir. Und White, wirklich alles. Thank you.
Hier spricht Chefingenieur Berg. Können Sie mich hören? Hier ist Bell aus dem Maschinenraum. Ich wiederhole, können Sie mich hören? Bell an Brücke! Erst als die Titanic endgültig im Meer versinkt, erlöschen ihre Lichter. So berichten es die Überlebenden. Helden, Mr. Barrett. Männer, die bis zum Letzten kämpfen und sterben, damit andere überleben können. Geben Sie uns den Helden, den wir brauchen. Ich weiß nicht, ob das falsche Bescheidenheit oder Starrköpfigkeit ist. Sie sind ein Held, oder, Barrett? Wieso? Weil Sie auf Ihrem Posten blieben und Befehle befolgten. Das macht mich zum Helden? Etwa nicht. Sie sind ein Held in meinen Augen, Barrett. Weil es Ihnen was nützt. Weil es White Star so passt. Sie sind ein Held aufgrund dessen, was Sie getan haben, Mr. Barrett. Was war das schon? Ich habe überlebt. Und was tun Sie? Sie kürzen meine Heuer in dem Moment, in dem sie untergeht. Tote Helden kosten nichts. Ich bin lebendig. Thomas Dillon, Sir. Aber alle nennen mich Paddy. Erst als gar nichts mehr geht, verlassen die letzten Maschinisten ihre Posten. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, den Untergang um 1,5 Stunden zu verzögern. Damit haben sie vielen Menschen das Leben gerettet. Sind Sie Frank Bell? Ja, der bin ich. Ich habe Ihrem Vater etwas versprochen. Er wollte, dass Sie das bekommen. Lieber Frank, ich bin mir sicher, dass zu dem Zeitpunkt, da du dies liest, alle möglichen Gerüchte über das Geschehen hier kursieren. Sie werden ihre Schuldigen und ihre Helden finden und ihre Version erzählen, um dem Sinnlosen einen Sinn zu verleihen. Sie werden dir sagen, dass du stolz auf deinen Vater sein kannst, aber ich will dir auch sagen, wie stolz ich auf dich bin. Ich werde dich so in Erinnerung behalten, wie ich dich kenne, und ich bin sicher, dass aus dir einmal ein ganz großer werden wird. Ich muss tun, was das Schicksal mir auferlegt. Kümmere dich um deine Mutter. Sei ein guter Junge. Dein dich liebender Vater Joseph Bell.